Ja, moin moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir waren heute unterwegs und haben ein paar Pflanzen eingesammelt, und zwar Frühblüher. Und wollen jetzt mal gucken, wo eigentlich das Geheimnis der Frühblüher liegt. Und wir vermuten, dass es an unterirdischen Organen liegt. Hier bei der Tulpe zum Beispiel kann man das ganz gut sehen. Bei anderen haben wir sie noch nicht gefunden. Hier ist es auch klar. Besonders interessant ist hier natürlich das Schaboxkraut, kann man hier schön sehen, und das Buschwindröschen. Und im nächsten Schritt werden wir dann mit Lugolscher Lösung schauen, ob die vielleicht zufällig Stärke enthalten. So, so viel dazu, und dann sehen wir uns gleich wieder beim Nachweis. So, im nächsten Schritt werden wir jetzt hier von den unterirdischen Organen, sofern wir welche gefunden haben, da werden wir einen Stärkenachweis machen. Das zeige ich euch gleich. Ich gehe jetzt mal einmal rum, damit ihr seht, um welche Pflanzen es geht. Hier ist der Löwenzahn. Hier als nächstes die Narzisse. Die schleimige Narzisse, wie ein Kollege eben sagte. Das hier ist vom Schaboxkraut. So. Und dann haben wir hier noch die gemeine oder gewöhnliche Nachtviole. Die blüht ja meistens lila, bildet diese schönen Schuten aus im Herbst. Die sieht also verblüht noch besser aus als so. Und dann haben wir hier noch etwas gefunden, Weißwurz. Wussten wir noch gar nicht, dass es hier vorkommt. Blüht auch sehr schön. Das Gänseblümchen blüht ja sogar im Winter. Und da haben wir an der Wurzel so eine Verdickung gefunden. Die werden wir dann auch gleich nochmal auf Stärke testen. Und hier kommt der Klassiker überhaupt, das Buschwindröschen, das ja so verdickte unterirdische Organe hat. Und hier werden wir auch einen Stärketest machen. Da werden wir dann nachher ganz dicht ranzoomen, damit man das Ergebnis gut sehen kann. Und als letztes haben wir noch eine Tulpe. So, im nächsten Schritt zeige ich euch dann die Ergebnisse. So, wir haben jetzt den Stärkenachweis durchgeführt. Ich gehe jetzt jeweils ganz dicht dran, damit ihr es gut sehen könnt. Das ist hier beim Löwenzahn. Weiter geht es zur Narzisse. Da kann man hier vorne sehen, dass da diese bräunliche Lugolsche Lösung drauf getropft wurde. Jetzt wird es schon besser, denn das hier ist das Schaboxkraut. Na, links da haben wir die Lugolsche Lösung drauf getropft. Jetzt kommt die Nachtviole, da liegen zwei Stückchen, das obere, da wurde Lugolsche Lösung drauf getropft. Und hier kommt die Weißwurz, die wir gefunden haben, auch einmal mit, einmal ohne Lösung. Das Gänseblümchen, das ist jetzt leider so klein, dass ich fast sagen würde, er ist schwach positiv, der Nachweis. Ja, es ist so grenzwertig auf jeden Fall. Ist ja jetzt unter den Frühblühern auch nicht die interessanteste Pflanze, insofern ist es kein Drama. Und hier kommen wir jetzt zum Buschwindröschen. Kann man auch nicht so sehr gut erkennen, aber ich würde schon sagen, dass der Nachweis positiv ist. Doch. Ja, bekomme ich Zustimmung. Hier kommt die Tulpe. Das ist eindeutig. Und als letztes haben wir noch die Knoblauchrauke. Das sieht mir negativ aus. Okay, das war es hier zu unseren Untersuchungen an den Frühblühern, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.